Wir starten unsere fünftägige Serie am Ort eines der wichtigsten Projekte der letzten Jahre, wenn nicht gar letzten Jahrzehnte für diese Stadt. Wir befinden uns mitten unter dem Dach des Jagdschlosses. Und weil man von draußen nicht allzu viel sieht, wollen wir hier mal zeigen, dass doch eine ganze Menge schon passiert. Die Sicherungsmaßnahmen sind abgeschlossen. Wir befinden uns jetzt mitten im Wiederaufbau des Jagdschlosses. Und des Weiteren sind aktuell die Pläne für die Außenanlagen in der Prüfung. Und wenn alles gut läuft, dann werden wir im Jahr 2021, also pünktlich vor der 750-Jahr-Weihe der Stadt Fürstenwalde, ca. 8 Millionen Euro verbaut haben und damit einen wunderbaren, ganz tollen Ort für alle in Fürstenwalde geschaffen haben, mit wunderbarer Aufenthaltsqualität. Aber mit dem Jagdschloss ist es ja nicht getan. Zum Gesamtprojekt gehört ja auch die Aufbauschule an der Hangelsberger Chaussee. Auch dort geht es vorwärts. Wir sind im Bebauungsplanverfahren. Es soll ein Seniorenheim entstehen. Es sollen mehrere hundert Studentenwohnungen entstehen, die also nochmal auch einen ganz wesentlichen zusätzlichen Aspekt hier nach Fürstenwalde bringen. Wir werden aber keine Arbeiten mehr im Jahr 2019 sehen. Deshalb wird der Festplatz auch das komplette Jahr dort noch weiterhin Bestand haben. Doch ob der Festplatz nun an die Spree zurückkehrt oder nicht, wird genau abgewogen. Und alle Hinweise und Bemerkungen werden mit Sicherheit Berücksichtigung finden. Mein Ziel ist es insgesamt, dass wir die wunderbare Atmosphäre am Spreeufer für alle nutzbar machen und nicht nur für einige wenige exklusiv. Und deshalb war ich auch sehr froh, als ich letzte Woche die Information bekommen habe, dass nun offiziell der Bund unser Vorhaben, an der Spree ein Wassersportzentrum zu entwickeln, mit 1,2 Millionen Euro fördern wird. Die Aufenthaltsqualität am Spreeufer ist das eine. Aber wir möchten denen, die möglicherweise hier sesshaft werden wollen, auch ein Angebot machen, wie man vielleicht in Spreenähe wohnen kann. Doch dazu morgen mehr.